Um das Alter eines Baumes zu bestimmen, muss er nicht unbedingt gefällt werden. Das zeigen die Fünftklässler der Robert-Dannemann-Schule bei den Waldjugendspielen am Mittwoch im Wittenheimer Forst. Insgesamt 18 Stationen galt es für die 120 Kinder zu bewältigen. Ute Aderholz, Leiterin des Umweltbildungszentrums Ammerland, organisierte mit Enno Gerken die Spiele. Sogar 4 Jäger vom Hegering Westerstede waren an verschiedenen Stationen vertreten, um ihr Wissen an die Kinder weiterzugeben. Betreut wurden die Stationen zudem von Lehrern und Eltern.